Yo Leute, herzlich willkommen zum dritten Part von Super Mario Maker 2. Heute natürlich wieder mit einem anderen Charakter. Luigi hat im letzten Part ganz gut bewiesen, was für Skills er hat. Und jetzt ist der blaue Tod dran. Ja, mein Lieblingscharakter, den ich wahrscheinlich dann auch die meiste Zeit spielen werde. Und ja, jetzt geht's weiter, würde ich sagen, hier mit... Ich frage mich eigentlich, ob man hier dann immer so Einzelne starten kann. Wie viele Level kannst du vor dem Game Over abschließen? Ja, okay, wir machen hier weiter. Normale Level sind zum Einspielen ganz gut. Das sind jetzt wahrscheinlich eben. Ich werde jetzt wahrscheinlich halt vier Parts mit jedem Charakter hier einen haben. Und dann wird natürlich ein bisschen anderer Stuff abgehen. Mario World Steel Mountain heißt das Level einfach nur. Und wir spielen den blauen Toad. Ist natürlich ziemlich cool, weil Toad eigentlich gar nicht Mario World Steel da war. Deswegen ist das jetzt hier so ein neues Design. Ziemlich cool. Sieht ziemlich lustig aus. Toad im Mario World Steel. Muss man schon sagen. Ja. Und wenn wir uns mal hier das Level anschauen, ich bin natürlich Mario World Fan, deswegen der Stil liegt mir halt am meisten wahrscheinlich auch. Deswegen werde ich hier. Oh ja, gut, den müssen wir ab und zu kicken, klar, sonst rastet der hier aus. Okay, Toad-Flagge, sieht ziemlich lustig aus. Oh scheiße, das wollte ich. Oh, nicht machen. Ich muss hier wahrscheinlich die Rutsche einsetzen und dann. Ich glaube, den Goomba sollte ich nicht mitnehmen, zwingend. Wenn ich den Goomba mitnehme, glaube ich, wird es nur in solchen Fails enden. Wow, ich sehe schon, worauf das... Okay, fertig Level, okay. Ich wollte gerade sagen, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Das läuft auf extrem viel getimte Sprünge und so weiter aus, aber okay. Toad, yeah! Toad, das ist ziemlich lustig halt natürlich. Toad und Toadette haben hier natürlich ziemlich eigene Sprites. War ein nettes Level. Wir sind schon bei 13 geschafften Level und steigen in der Weltrangliste auf. Das müssen wir ausnutzen jetzt am Tag des Releases. Bald werde ich da wahrscheinlich nur noch auf 10.000 da sonst was Position rumgammeln. Okay, Mario Bros. U Steel. Toad sieht dort immer, finde ich, voll knuffig aus. Okay. Oh. Wow. Okay, das ist mega schwer. Und übrigens, neuer Hintergrund, das ist ziemlich schön. Schön, dass wir diesen Pilz gekriegt haben, by the way. Wir müssen uns hier sehr mittig halten, weil das extrem knapp ist hier. Wow, Leute, euch lassen wir mal, denke ich. Oh, what the hell? Achso, wir müssen auf die Plattform warten. Oh mein Gott. Ah. Okay, und jetzt einfach still stehen bleiben auf dem Ding. Okay, das ist wirklich interessant. Ich hoffe nicht, dass die Gegner auch diese Plattform beeinflussen können. Ansonsten wird es mega knapp werden, wenn da mal ein Gegner drauf landet erst. Okay, Halbzeit haben wir ganz gut erreicht. Die Musik ist übrigens so cool, wie sie sich da neue Musik ausgedacht haben. Das finde ich richtig nice. Wow, kann er mich one-hitten, weil der ist verseucht, der Fisch. Oh oh, ich muss aufpassen auf den. Aber die meiste Zeit ist es einfach nur wirklich hier stilles Stehen und aufpassen. Weil man wieder abspringen muss oder so. An sich geht das momentan. Bisher ist das eigentlich eine relativ gratis Fahrt, muss ich sagen. Und da ist auch schon das Ziel. Geht doch voll klar, das Level. I'm the winner! Die alten Sounds von Mario Bros. Wii sind die von dem Toad. Das ist ziemlich cool. Er war doch ein ganz cooles Level auf jeden Fall. War jetzt nicht schwer, aber war ganz nett auf jeden Fall. Und halt Dschungel vor allem, weil Dschungel ist halt neu und das ist schon cool. Okay, nun Rekord. 14 und nächstes Level. Okay, 3D World, jetzt spielen wir Luigi Galaxy. Na, ja, da haben wir einen falschen Charakter für ausgewählt. Nämlich haben wir den coolen Toad am Start. Toad ist halt mein Lieblingscharakter. Kann ich da nicht hochklettern? Doch, kann ich schon. Aber da komme ich nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Also müssen wir diese Röhre hier nutzen. Die Glasröhre. Oh, das war nicht intelligent. Was haben wir jetzt geändert hier? Den haben wir gekillt auf jeden Fall, den großen. Hier haben wir eine Katzenglocke gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie kommen wir denn da hoch auf den Typen? Aha, so ging das hier. Ach, das war nicht so gut. Ja, egal, dann lassen wir das mal. Und timen das hier lieber richtig ab, alles.
Ich wollte dem eigentlich ausweichen, aber ich hab's doch noch irgendwie richtig hingekriegt. No, nein! Okay, das ist ziemlich pixelgenau, wie man da landen muss. Das war... pixelgenau. Nein, natürlich, man braucht die Katze. Ich hatte die Katze halt nicht, ne? Mit der ist es natürlich viel, viel einfacher. Das ist mit der Katze gedacht, aber ich hatte die nicht. Ich dachte gerade schon, was soll, dass das so schwer ist, ziemlich ungewohnt, aber... Ja, ich hatte die Katze halt nicht. Mit der Katze ist es ja alles um einiges einfacher. Ja, kann man hier auch hochklettern und mal das bequem abholen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich muss mich da noch dran gewöhnen, weil ich will zum Hochklettern immer nach oben drücken, aber natürlich musst du einfach nur zu der Seite gedrückt halten, wo du hinklettern willst. Das ist so ein bisschen ungewohnt. Aber ich denke, jetzt sollten wir es hinkriegen. Hoffe ich mal, weil, naja, da muss ich mich halt immer dran gewöhnen, dass das nicht nach oben klettern ist, wie im 3D-Stil eben, sondern dass du halt wirklich zu der Seite einfach gedrückt halten musst. Wow, okay, da wollte ich ein bisschen risky spielen. Das war vielleicht nicht so gut. Gut, dass ich noch lebe. Ich lebe nicht mehr. Okay, ich spiele gerade ein bisschen unvorsichtig, gebe ich zu. Ich muss mich mal kurz Concentration. So, Gefail ist jetzt genug gewesen. Jetzt haben wir genug Fails für die Quote erreicht. Jetzt sollten wir uns mal anstrengen. Und hier ernst spielen. So. Das ist doch wirklich nicht schwer. So. Ja, jetzt wirklich mal hier. Concentration aber mal. Okay. Ja, der 3D-World-Stil ist halt echt noch das Ungewöhnlichste. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Okay, da hatte ich gerade Glück, dass das richtig war, die Blöcke. Okay, da sind wir drin, nice. Ja, jetzt gehen wir hier ran. Ich hoffe, das ist jetzt mal kein Troll. Ah, jetzt sind wir in dem Stil, das ist cool. Also, was heißt Ziel? Wir haben nicht Stil gewechselt, aber wir sind jetzt hier bei... dem Kirschland, sag ich jetzt mal. Okay, hier geht ziemlich die Frost ab. Da war ein L für Luigi wahrscheinlich eben. Ich muss mich auch daran gewöhnen, dass das hier der Deichsprung ist und nicht einfach nochmal die Kratzattacke. Das sind ein paar Steuerungsangewohnheiten, die ich noch kriegen muss. Aber wenn ich die erstmal drin habe, dann geht es schon klar. Ah, man kann halt instant, man macht damit auch den... Ah, damit geht's aber auch. Muss ich noch schauen, welche Taste mir mehr liegt. Es geht mit R und ZR, der Long Jump. Okay, die können das nicht zerstören, das ist ziemlich nice. Und hier können wir auch einfach hochklettern. Zack. Ja, okay, wir haben zwar ärgerlich Leben verloren, aber wir haben auch wieder 3 gut gemacht. Miu. Das hört sich so ein bisschen an wie so Wii U, bloß halt Miu, was er sagt. War ein schönes Level, kriegt ein Toy. War echt ganz nettes Level auf jeden Fall. Ich schätze jetzt mal, ich werde die Parts jetzt beide ein bisschen kürzer halten mit Toad und Toadette, weil die anderen beiden schon ein bisschen lang sind. Easy First Level von Zane Wolf. Nice, nice. Okay, wir sind wieder im 3D-World-Stil auf jeden Fall. Oh nein, den Pilz will ich bitte haben, danke. Was soll mir das... Ah, ich weiß, was es mir bringen soll. Ich muss Stampfer halt drauf machen. Ah, das gibt's hier auch, okay. Das wusste ich nicht. Dass man hier mit genug Aufladen machen kann. Es geht wahrscheinlich nur um 3D-Ball-Stil dann eben. Wow, okay, ich hoffe, ich bin jetzt nicht in Doch, ich bin in den Troll geraten. Das war ein easy first Troll von dir, Zane Wolf. Das fand ich nicht sehr freundlich. Ja, aber das ist ja auch mal so typisch für Mario Maker oft gewesen. Dass man natürlich gerne ein Troll sein baut. Also die beiden Dinger da oben werden wahrscheinlich beide Troll sein. Schätze ich jetzt mal. Und hier geht der richtige Punk ab. Okay, die beiden landen beim gleichen, macht keinen Unterschied. Klettern geht hier gar nicht. Okay. Wow, okay, müssen aufpassen. This one.
Ja, ich vertraue ihm jetzt mal. Ich hoffe, der hat mich jetzt nicht getrollt, der Typ, der es gesagt hat. Vertraue niemals Online-Leuten. Vertraue niemals Online-Leuten, sage ich euch. Also, this one. Und er lenkt einen in den Troll. Was lernen wir daraus? Wir nehmen immer die andere Pipe. Wenn jemand sagt, this one, nehmen wir mit Absicht die andere. Und dann ist es wahrscheinlich einer, der es richtig einem sagt, ne? ihr Trollmaster, ihr Online-Leute, ne? Ihr seid schon solche Trollmaster. Ich war mal wieder zu gutmütig. Ich habe einem vertraut und das habe ich davon. Aua. Ah, da habe ich das Leben verkackt. Vertraue niemals Online-Leuten. Das lernt ihr daraus. Richtiger Trollmaster gewesen, Mann. Wahnsinnsidee. Naja, okay, es ging eigentlich. Kinderspiel würde ich jetzt auch eher sagen. Lustig, dass der mit Wahnsinnsidee Cuphead heißt. Dazwischen unter den besten 1888. Okay, dann würde ich sagen, ein Level geht noch. Dann machen wir das nächste, den nächsten Part. When Koopas Fly. Oh nein, das klingt übel. Mario Bros. 3 Stil. Das klingt ziemlich übel. Warum 666? Und bruh. Leute, ihr postet ja sehr interessante Stuff. Ja, okay, Koopas, die ausrasten. Oh, da gibt's auch teilweise im echten Spiel richtig üble Level bei Lost Levels, glaube ich. Achtung. Okay, das heißt, hier nicht rein oder meint er die Pflanze? Er meint wahrscheinlich nur die Pflanze, okay. Okay, da habe ich jetzt natürlich einen fliegenden Itemblock verpasst, aber was soll's. Dafür können wir den hier abstauben. Und das ist ein Pelz, nice. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass er etwas Nettes da drin platziert hat und nicht irgendein Troll. Jetzt ist natürlich eine Frage für mich, gibt es wieder auch beim Mario Bros. 1 Stil dann wieder diese Amiibo-Kostüme? Das ist natürlich eine gute Frage, finde ich. Oh, oh, eine rote Röhre, bitte nicht böse. Ah, okay. Bonusraum, Mann. Okay, er hat einfach nur da oben ein Fragezeichen gemacht. Ja, wahrscheinlich fragt er sich einfach nur, was das hier soll. Naja, es ist halt ein Bonusraum mit Münzen, also naja. Für Leute, die da reingehen wollen, entdecken hier ein paar Coins. Um ihren... Oh, da unten. Right before the checkpoint. Nö. Ist da jemand genau vom Checkpoint gestorben? Das ist ärgerlich. Also so schwer ist es jetzt nicht, diese Münze zu kriegen. Finde ich jetzt, aber ist ja jetzt nicht jeder so ein Profi oder sagen wir Fortgeschrittener, wie auch immer. Gibt natürlich auch Amateure, die das jetzt einfach nur so als Spaß spielen. Eine Feuerblume gezeichnet, das sieht ja süß aus. Bestimmt von einem Kind gezeichnet, zumindest sieht so aus. Aber ist süß gemacht. Ist echt süß gemacht. Das finde ich voll süß von dieser Zeichnung. Ja, ich hatte schon immer mein Problem mit Paracoopers, mit Springenden. Das wusste dieser Levelerbauer, deswegen hat er mir dieses Level reingedrückt. Und mit Notenblöcken hatte ich auch immer Probleme. Er weiß alle meine Mario-Ängste. Er ist ein Meister. Ach du Kacke. Nein! Ich habe gesagt, ich hasse Notenblöcke und das war der lebende Beweis, dass ich Notenblöcke hasse. Ah, warum Notenblöcke? Warum ausgerechnet Notenblöcke? Warum müssen es Notenblöcke sein? Okay, er gibt hier nur einen Pilz. Ja, er gibt einem nur einen Pilz. Da ist er ganz geizig. Und warum hat mich mein Cooper nicht geschützt? Danke, Cooper, für nichts. Du bist echt eine Nullpäh. Oh mein Gott. Wenn ich so unvorsichtig spiele, gehe ich noch hops. Da muss ich wirklich aufpassen, sonst bin ich gleich wieder hops hops. Bisschen vorsichtiger an die Sache gehen. Und einer, der Feuer speit. Ja, der will's aber wissen hier. Der Levelbauer. Der will's aber wissen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann... Oh nein. Ob es irgendwann schwerer wird mit der Zeit. Oder ob das immer bei der gleichen Schwierigkeit bleibt. Wir halten uns bei 16 Leben gerade so ein bisschen. Es geht nicht voran mit dem Leben. Nicht so nice, ne, für uns. Dann ist okay. Aber das war's dann mal mit diesem Part hier. Wenn euch der Part gefallen hat, dann würde ich mich doch über einen Daumen hoch freuen. Und dann schaltet das nächste Mal ein, wenn wir mit Toadette hier weitermachen.
Und nach dem Part, keine Sorge, wird dann was anderes kommen. Also Story-Modus bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher. Das sage ich jetzt schon zum dritten Mal oder so. Aber mal sehen, ob wir dann so Versus-Rennen oder so machen, je nachdem. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, euer Andy Gamer.